liebe Angelfreunde, in diesem kurzen Spot möchte ich über ein weiteres wichtiges Ausrüstungsteil für uns Spinnfischer sprechen, den Kescher. Genau genommen muss es für das Wartangeln bzw. Spinfischen an der Ostseeküste ein Wartkescher sein. Da ihr am Meer angelt, dürft ihr auch große Fische erwarten, so muss auch der Kescher groß sein. Dorsche wie dieser hier knapp unter 80 oder Meerforellen in dieser Größe sind mit der Hand sehr schwer anzulanden, wahrscheinlicher verliert ihr den Fisch. Entsprechend sollte der Kescher auch nicht zu klein sein und einige wichtige Merkmale aufweisen. Ein kurzer Griff, wie hier zu sehen, bietet ein gutes Handling, denn ihr werdet eure Fische direkt vor der Nase landen. Ein gummiertes Netz stinkt nicht, ist schonend für die empfindliche Schleimhaut der Fische und lässt Widerhaken eurer Köder schneller wieder frei. Nichts ist nerviger als ein total vertüdelter Haken, der euch nicht mehr weiter angeln lässt. Die Größe dieses Keschers, der hier in dem Video schwerpunktmäßig zu sehen ist, beträgt 60 x 50 cm, zudem ist das Netz 65 cm tief. Das ist nahezu perfekt für unsere Zwecke. Vielen Dank fürs Zuschauen und nun nochmal live vom Wasser. Sehr tief, ein gummiertes Netz hat er, ist ziemlich groß, wie ihr seht. Und er hat hinten noch den Einhängeknipp und jetzt was ganz Besonderes, klack, einen kleinen Magneten. Das erleichtert natürlich die Befestigung. Was zusätzlich noch gut ist, der Kescher schwimmt und ist sehr leicht.